Thank you, Cynthia. Thank you, Ari. Here we go. Let's shoot. Nach Ihnen, Madame. Mal sehen. Pink steht gut zu grün. Es passt gut zu grün. Na und wie? Wicked to me, at its very core, is about friendship. Was starrst du denn so? Habe ich was zwischen den Zähnen? And it starts with a really fun look at how these two young women, who are so different from each other, are forced to be roommates and don't get along at all. Oh, ich hab dir da etwas Platz gelassen. Findest du das wirklich fair? Ganz und gar nicht. Mir wurde eine Privatsuite versprochen. Aber danke, dass du fragst. It's like, cool, you're up and you're this and I'm this. You get to see us at our worst. Da fängt die Artischocke wohl an zu dampfen. And so we have to learn about each other to get to know each other. And how hard change can be, how complicated people really are. Was andere denken, schert sie einen Dreck. Da irrst du dich. In Wahrheit tut sie nur so. These two very different women just fall completely in love with each other. And that is mirrored experience of what happened with Cynthia and I. We just sort of, I got chills. We both just like found each other, I guess. Oh, hallo. We just got each other immediately. Schüttel, schüttel. Schüttel, schüttel. There's a wild sort of soul connection between the two of them. Just such a complementing chemistry. But they're so different. Sag doch was. Sag, was soll ich dir sagen? Irgendwas. Sag etwas. Nein, komm. Nein, Elphabet. Their friendship. It's going to bring a humanity to this film that they both deeply personally understand. It's understanding that those who are different are just different, and that is really special. Ich komm ja schon. My favorite thing about Wicked is that we can all identify pieces of ourselves within both Elphaba and Galinda. Du kannst das. Du kannst alles schaffen. Ich weiß. I think that we are all deserving of friendship and kindness and love, no matter who we are. Yeah. And this film celebrates that. Sie werden mich so sehr vermissen. Komm mit mir. Denk, was wir erreichen können. Du und ich. Ist man von Geburt an böse? Oder bekommt man das Böse erst eingeflößt? Du bist grün. Das stimmt. Willkommen, Neuzugänge an der Universität Glyrs. Miss Elphaba. Sie teilen sich ein Zimmer mit Miss Galinda. Oh, popular. I know about popular. Oh, ich hab dir da etwas Platz gelassen. Findest du das wirklich fair? Ganz und gar nicht. Mir wurde eine Privatsuite versprochen. Aber danke, dass du fragst. La, 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 la. Bitte, alle auf ihre Plätze. Echte Zauberer, die über wahre Magie verfügen, sind im Ost von heute allzu selten geworden. Wahrlich bemerkenswert. Du hast das alles bewirkt. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht, ich wusste es nie. Sie? Kommen Sie mit. Natürlich. Nicht Sie. Sie. Sie sind die eine, auf die der Zauberer gewartet hat. Galinda? Wie geht's? Ich weiß, von meiner Großmutter. Ich würde ihn verschenken, aber so sehr hasse ich niemanden. Hey. Komm doch auch heute Abend. Und erzähl mir nicht, du hättest nichts zum Anziehen. Du kannst nämlich den hier tragen. Something has changed within me. Was andere denken, schert sie einen Dreck. Something is not the same. Da irrst du dich. In Wahrheit tut sie nur so. Der wundervolle Zauberer von Oz beordert sie in die Smaragdstadt. Komm mit mir! Was? Zum Zauberer! Auf keinen Fall, das ist dein Moment! Ich komm ja schon! Ich bin Oz, der Große und Schreckliche. Ja!
Schlimmes geht in Oz vor. Um Zusammenhalt im Volk zu erzeugen, benötigt man einen richtig guten Feind. Sie besitzen keine wahre Macht. Deshalb brauche ich dich. Lasst sie ja nicht entwischen, diese böse Hexe. Ich habe keine Angst. Der Zauberer sollte Angst vor mir haben. Well, whenever anyone asks me, like, what's the one movie you want to do? And if there was one, I'd always say it'd be Wicked. On my 25th birthday, I took myself to see the show. I'd never heard anything or seen anything like it. I remember that. It was like a rainy night and I felt really alive. I felt like I was floating on air. I had the incredible privilege of seeing the original Broadway cast of Wicked when I was 10. And I just felt an immediate bond. I'm sure that you have dreamed of playing one of the two roles. Would you be Elphaba or Glinda? You'd be Glinda. For sure. It had a very personal effect on me. This is a very cinematic show. This should be on the big screen. There's sort of this innate understanding of what it feels like to be someone who's different. It's always been the thing that I listen to when I'm nervous, when I'm needing an escape, when I need comfort. Wait a minute. I went in for my first audition and I just remember being like buzzing. And when she came in, she was an Ari that I'd never seen before. And then I got the call to come in. Cynthia was so raw and vulnerable. And I couldn't get her out of my head. The world needs to see more of you. And we would love for you to be our Elphaba. It's been a really long journey. And I'm really grateful for it. I never thought in my lifetime that I would get to be a part of something like this. We want you to be our Glinda the Good. Oh my God, thank you. I love her so much. I'm gonna take such good care of her. Thank you so much. I want people to see Wicked and experience it in a way they've never experienced it before. I want them to feel what I felt going into that theater for the first time. I want to make them laugh, to make them sing, to make them feel that after they've watched it, they've been changed for good. Ist man von Geburt an böse? Oder bekommt man das Böse erst eingeflößt? Du bist grün. Das stimmt. Willkommen, Neuzugänge an der Universität Glyrs. Miss Elphaba. Sie teilen sich ein Zimmer mit Miss Galinda. Popular. I know about popular. Oh, ich hab dir da etwas Platz gelassen. Findest du das wirklich fair? Ganz und gar nicht. Mir wurde eine Privatsuite versprochen. Aber danke, dass du fragst. Bitte, alle auf ihre Plätze. Echte Zauberer, die über wahre Magie verfügen, sind im Ost von heute allzu selten geworden. Wahrlich bemerkenswert. Du hast das alles bewirkt. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht, ich wusste es nie. Sie? Kommen Sie mit. Natürlich. Nicht Sie. Sie. Sie sind die eine, auf die der Zauberer gewartet hat. Galinda? Wie geht's? Ich weiß, von meiner Großmutter. Ich würde ihn verschenken, aber so sehr hasse ich niemanden. Hey. Komm doch auch heute Abend. Und erzähl mir nicht, du hättest nichts zum Anziehen.
Du kannst nämlich den hier tragen. Something has changed within me. Was andere denken, schert sie einen Dreck. Something is not the same. Da irrst du dich. In Wahrheit tut sie nur so. Der wundervolle Zauberer von Oz beordert sie in die Smaragdstadt. Komm mit mir! Was? Zum Zauberer? Auf keinen Fall, das ist dein Moment! Ich komm ja schon! Ich bin Oz, der Große und Schreckliche. Etwas Schlimmes geht in Oz vor. Um Zusammenhalt im Volk zu erzeugen, benötigt man einen richtig guten Feind. Sie besitzen keine wahre Macht. Deshalb brauche ich dich. Lasst sie ja nicht entwischen, diese böse Hexe. Ich habe keine Angst. Der Zauberer sollte Angst vor mir haben.